Hallo, ich bin Christine Theiss und ich war professionelle Kickboxerin und Weltmeisterin in diesem Bereich. Mittlerweile bin ich Mutter einer großartigen 7-jährigen Tochter. Heute möchte ich euch im Rahmen der Disney-Prinzessinnen-Initiative Find Your Wonder meine Geschichte erzählen. Eine Klassenkameradin von mir hat in dem Kickboxen angefangen und fand das ganz, ganz toll und hat gesagt, Mensch Chrissy, komm doch mal mit. Und dann hatte ich sehr viel Spaß und bin geblieben. Man steht einer Gegnerin gegenüber und man muss sich komplett fokussieren. Man muss das, was man kann, richtig einschätzen, aber immer mit Humor, nicht verkrampfen. Und dann macht's richtig Spaß. Mulan und ich, das ist schon eine Einheit. Mulan ist auch eine Fighterin. Sie ist bereit, alles zu geben. Und die Motivation kommt von innen heraus. Sie will das erreichen und ich finde sie großartig. In meinem vorletzten Profi-WM-Kampf hatte ich eine wirklich herbe Niederlage. Und die Zeit danach war geprägt von vielen Selbstzweifeln. Aber auch im Nachgang bin ich total froh, dass ich diese Niederlage hatte, weil später war ich besser als je zuvor. Ich bin der Meinung, dass wir erwachsenen Kindern viel, viel mehr zutrauen sollten. Und Kinder sollten neue Dinge kennenlernen. Und dann fängt man an, Selbstvertrauen aber auch selber aufzubauen. Das funktioniert am besten, wenn man Erfolg hat. Erfolg kann man aber nur haben, wenn man sich selber ausprobieren kann. Und wenn Kinder etwas ausprobieren möchten, dann sollten wir sie unterstützen und sie ruhig mal, ja, experimentieren lassen. Mein Karrierehöhepunkt war tatsächlich der Kampf nach meinem schwierigsten Moment in meiner Karriere. Ich habe alles daran gesetzt, den Rückkampf gegen dieselbe Gegnerin zu gewinnen. Ich war total fokussiert. Und am Ende habe ich diesen Kampf gewonnen. Und als Zeichen, dass ich in die Hall of Fame übernommen werde, kam der Weltpräsident vom Kickboxverband und überreichte mir ein Samurai-Schwert. Also zuerst machen wir die Ausgangsstellung. Stellt die Beine schulterbreit auseinander und einen Schritt zurück. Die rechte Faust geht ans Kinn, die linke Faust ist ein bisschen vor dem Gesicht. Dann fangen wir jetzt an mit der linken Gerade oder auch Jab genannt. Die Faust geht nach vorne und dreht sich kurz vor Schluss ein. An der anderen Seite geht das ganz genauso. Die rechte geht nach vorne, dreht sich die Faust ein, Schulter ist vorne. Schaut mal her, die linke ist viel weiter vorne als die rechte. Damit die Faust genauso weit nach vorne kommt wie die andere, müssen wir hier das Becken eindrehen. Seht ihr das? Und schon haben wir die Distanz verändert. Das können wir natürlich kombinieren. Erst geht die linke vor und während die linke zurückgeht, geht schon die rechte nach vorne. Die Grundstellung ist wieder dieselbe, die Kampfstellung besser gesagt. Und dann fangt ihr an, ihr zieht das hintere Bein auf die Höhe, wo ihr treffen wollt, das Knie hoch. Und dann streckt ihr den Fuß aus und ihr merkt, ich treffe hier vorne mit dem Fußballen, okay? Und die Zehen zeigen an die Decke. Zack, und dann wieder dahin zurückziehen, wo das Bein herkommt. Und jetzt zeige ich euch noch eine Kombination aus dem Ganzen. Und zwar gehen wir Beine gehen noch breiter auseinander, schlagt die rechte, geht runter und jetzt geht mit dem rechten Bein. Geht runter, schlagt die linke, geht runter, kickt mit dem linken Bein. Dann wünsche ich euch jetzt super viel Spaß. Das Wichtigste ist, Neues auszuprobieren. Ich möchte Kinder in aller Welt dazu ermutigen, sich auszuprobieren, sich inspirieren zu lassen und ganz am Ende ihr kleines persönliches Wunder zu finden. Ich bin Christine Theiss und ich danke fürs Zuschauen.